ich bin kein idealer Referent für den Toten im Fels aus zwei Gründen. Der erste Grund ist ein etwas gestörtes Verhältnis zur Gattung Kriminalroman, die auf meine Schulzeit zurückgeht. Ich habe da unter der Bank zu viel Edgar Wallace gelesen, wenn man den überhaupt noch kennt. Und mit 15 oder 16 habe ich dann jede Lust an diesem Genre verloren, weil ich das Gefühl hatte, das ist immer das Gleiche. Und dieses Gefühl habe ich eigentlich nie verloren, obwohl es natürlich hochinteressante Gegenbeispiele zu Wallace gibt. Also Dürrenmatt, der Richter und sein Henker wäre ja eines, der Tod im Fels durchaus ein anderes. Dabei wüsste ich, also eigentlich ein Kriminalroman-Fan oder Anreger sein, weil Bernhard Eichner, den die meisten von Ihnen kennen, mein Schüler in der Germanistik gewesen ist. Aber das Kriminalromanschreiben hat er nicht von mir gelernt, sonst wäre er auch nicht so gut in seine Krimis. Der zweite Grund dafür, dass ich also kein idealer Referent zu diesem Thema bin, sind meine schlechten Kenntnisse des Italienischen, und Sie werden hören, wie wichtig das Italienische in diesem Roman ist. Andererseits aber ist Der Tod im Fels ein Buch, das durchaus für die Öffnung der Literatur in diesem Land repräsentativ ist. Im Bereich des Romans hat sich bis zu diesem Buch die literarische Südtiroler Revolte von 1969 noch kaum bemerkbar gemacht, mit der einen Ausnahme der allerdings sehr gewichtigen Bücher von Zoderer. Landthalers das erste Roman, und darauf werde ich besonders eingehen, weist einige innovative Züge auf die ich mich konzentrieren möchte. Sie zeigen, dass der junge Autor die moderne deutsche und europäische Literatur kannte und mit deren Verfahrensweise regionale Themen gestaltet hat. Für Südtirol war Landthalers Schreibweise auf jeden Fall neu. Und gerade auch diese pointierten Stellen, der es im Roman sehr viele gibt, das war also wirklich neu. 1960 geboren, hat Landthaler meiner Erinnerung nach maximal ein paar Wochen in Innsbruck Germanistik studiert, hat aber rasch gemerkt, dass dieses Studium nicht das Richtige für ihn war. Ist dann nach Berlin gegangen und hat sich dort im Bereich Film und Fernsehen ausgebildet und war daneben immer auch als Musiker aktiv. Im literarischen Leben Südtirols war er ab den 1980er Jahren präsent. Er gehörte früh zu den Mitarbeitern der neu entstandenen Sturzflüge und hat dort beispielsweise gleich nach dem Erscheinen der Walschen über angebliche stilistische Mängel von Zosers Roman sich lustig gemacht. Es wurden zahlreiche Veröffentlichungen in Zeitschriften und Anthologien und schließlich 1991 bzw. 1993 Der Tod im Fels. Der Tod im Fels, dem noch im gleichen Jahr ein zweiter Johnny Jeanette-Roman folgte, Grobes Foul. Die Figur war offenbar von vornherein, wahrscheinlich in Absprache mit dem Verleger, für die Verwendung in mehreren Büchern konzipiert. Dafür spricht auch die Gestaltung des Buchumschlags des Toten im Fels mit der Hervorhebung des Namens Johnny Jeanette da und auch kleiner auf dem Buchrücken. Das fünfte und letzte Johnny Jeanette-Buch ist 2002 herausgekommen, also ungefähr 10 Jahre nach dem ersten. Seit langem lebt der Autor nicht mehr in Südtirol, sondern hauptsächlich in Berlin. Er hat auch einige Romane aus dem Italienischen ins Deutsche übersetzt. Ich werde im Folgenden aber nicht auf das nicht sehr umfangreiche Gesamtwerk von Land allein gehen, das ich auch nicht wirklich überblicke, sondern mich auf den Toten im Fels beschränken und konzentrieren. Landthaler hat das Buch offenbar nicht nur für Leserinnen und Leser in Südtirol geschrieben. Denn auf 180 Seiten Erzählung folgen im Buch 12 Seiten Glossar, sprachliche und thematische Informationen, von denen zwar manche, vor allem solche zur Zeitgeschichte, auch für ein Südtiroler Publikum von Interesse, die meisten aber Verständnishilfen, zumal zum Italienischen und zum Dialekt, für ein Publikum außerhalb Südtirols sind. Das erfolgreiche Buch erschien 1999 auch noch einmal als Diogenes Taschenbuch. Bevor es als Buch erschienen ist, es ist 1991-92 als Fortsetzungsroman in der deutschen Beilage zur Bozer Tageszeitung Il Mattino veröffentlicht worden,
als Buch, also erst 2 Jahre später und vermutlich, aber ich habe da nicht im Weiteren verglichen, doch stark überarbeitet. Das Schreiben von Fortsetzungen und Landthaler hat seiner eigenen Aussage nach das wirklich in Fortsetzungen geschrieben, also manchmal sozusagen im letzten Abdruck die Fortsetzung in die Redaktion gebracht. Das mag eine Erklärung für manche effektvolle Abschnitte sein, die aber für das Ganze nicht unbedingt nötig sind. Beim Erscheinen des Buchs in der deutschen Beilage einer italienischsprachigen Zeitung konnte Landthaler mit sowohl des deutschen als auch des italienischen mächtigen Leserinnen und Lesern rechnen. Die Veröffentlichung in einem Innsbrucker Verlag führte dann notwendigerweise zu Übersetzungen italienischer Ausdrücke und zum schon erwähnten umfangreichen Glossar. Und ich komme vom Buch schnell ein bisschen auf seinen Hintergrund. Ende der 1980er Jahre, also kurz vor dem Toten im Fels, beginnt in der trivialen Unterhaltungsliteratur des deutschen Sprachraums die Mode des Regionalkrimis, in dem es in der Regel um ein Verbrechen und dessen Verfolgung in einer bestimmten Region und um Besonderheiten dieser Region geht. Dabei kommt es mindestens so sehr wie auf die kriminalromanspezifische Spannung, auf die Freude am Wiedererkennen regionaler Details an. In den Buchhandlungen deutscher Städte findet sich heute fast durchwegs eine Ecke mit Freiburg-Krimis, München-Krimis, Leipzig-Krimis und so weiter. Den ersten deutschen Kriminalroman dieses Typs brachte laut Wikipedia 1984 der Kölner Emons Verlag auf den Markt und wurde damit zum Wegbereiter des Genres Regionalkrimi, und der Emons Verlag ist da immer noch ein führender Verlag. Es gibt selbstverständlich auch Südtirol-Krimis, die sich dann als Lektüre fürs Schwimmbad oder für einen Rastplatz auf der Wanderung gut eignen. Auch als Reisemitbringsel sind sie wahrscheinlich geeignet. Und die gibt es hier auch in den Buchhandlungen zu kaufen. Ich habe mir nur wegen des lustigen Titels einen notiert, von einem gewissen Michael Böckler: Falsche Tropfen, ein Weinkrimi aus Südtirol, 2008, in der Ruhr. Zwei Autoren fehlen in unserer Vortragsreihe, nämlich Südtiroler Autoren von Regionalkrimis, Lenz Koppelstädter und Heidi Treu. Sie reagieren so wie ich, also sie haben offenbar die Südtirol-Krimis auch nicht gelesen. Übrigens hat seit einiger Zeit auch der Athesia Verlag Südtirol-Krimis im Programm. Und nun wichtig, in den diversen Aufstellungen über diese Regionalkrimis und auf anderen und auf einschlägigen Internetseiten wird Landthaler nicht als Autor von Südtirol-Krimis genannt. Allerdings hatte der Tod im Fels, solange er als Fortsetzungsroman im Martino erschienen ist, den Untertitel Ein Südtirol-Krimi. Und ich komme dann später noch auf die Einordnung in eine andere Tradition, nicht Tradition, eine andere Richtung des deutschen Kriminalromans kurz zu sprechen. Obwohl Landthaler mit dem Tod im Fels grundsätzlich Kritik an politischen und gesellschaftlichen Verhältnissen in Südtirol übt, auch im Detail, gibt es doch einige Zeichen, dass man sein Buch nicht zu ernst nehmen soll. Also sein Witz bezieht sozusagen sich selbst ein. Und dazu gehört vor allem der bewusst trotzige Ton, in dem Johnny Jeanette, der an so gut wie nichts ein gutes Haar lässt, seine Geschichte erzählt. Seine Formulierungen sind oft treffend und witzig. Im Glossar wird beispielsweise der Fluch Cazzo in Kleindruck kommentiert, Seite 43, also dort steht das Wort Cazzo, italienisch. Seegurke, Cucumaria cucumis, zugehörig dem Unterreich der Metazoa, Vielzeller. Zweite Reihe, Deuterostomia, siebter Stamm, Echinodermata, Stachelhäuter. Siebte Klasse, Holothuroidea, Seewalzen, Seegurken. Art Cucumaria, Gattung Cucumaria cucumis. Die Holothurien sind frei bewegliche Echinodermen, die durch Streckung der Mund- und Afterbedingungen entlang der Hauptachse zylindrische, gedrungen, wurmförmige Gestalt angenommen haben.
Die Fortbewegungsweise ist meist ein Kriechen auf dem Meeresboden. Auch trivial für männliches Glied. Wo in der Witz liegt, brauche ich glaube ich nicht zu erklären. Das stellt natürlich die ganze Technik des Kommentars in Frage. Das kann zwar an dieser Stelle einfach ein Flug ist, wird gar nicht passieren. Und das ist ein Wort, das von dem Nathan annehmen konnte, dass man das auch außerhalb Südtirols versteht. Zumal der Kontext ist also ganz eindeutig, als Fluch erscheinen lässt. Ein anderes Indiz dafür, dass das Buch zwar ernst, aber doch nicht ganz ernst zu nehmen ist, findet sich im Klappentext. Nämlich ein Foto des Autors in der Qualität, einen Fahnd, sehen Sie jetzt nicht, aber werden Sie mir schon glauben, einem Fahndungsfoto sehr ähnlich, mit der Bildunterschrift Wanted, Kurt Landtag. Indem sich der Autor als gesuchter Verbrecher präsentiert, macht er sich über sich selbst lustig. Vielleicht lädt er uns in Verbindung mit dem Buchgestalter sogar dazu ein, ihn ein wenig mit seiner Hauptfigur zu identifizieren. Nun zur Form des Romans, da kann ich mich in manchem auf meine Diplomarbeit, eine Innsbruck-Diplomarbeit aus dem Jahr 1999 von Ingrid Manzone stützen. Erzählt wird der Tod im Fels von einem Ich-Erzähler, der zugleich die Hauptfigur ist. Das Glossar ist auch trivial angelegt, aber das lasse ich also hier beiseite. Was Johnny Jeanette erzählt, ist ganz aktuell. Er hat keinen Überblick über die Ereignisse, in die er verwickelt wird. Die Vorausdeutung auf der ersten Seite deutet ja nur auf etwas voraus, was wenige Tage später geschieht. Sonstige Vorausdeutungen sind mir nicht aufgefallen. Dass der Protagonist und Ich-Erzähler keinen Überblick über die Geschehnisse hat und diesen Überblick auch nur partiell gewinnt. Manche Ereignisse werden auch am Ende nicht aufgeklärt. Und das ist also sehr wichtig für diesen Kriminalroman. Das trägt viel zum Gefühl des Ausgeliefertseins an gefährliche Mächte bei, das der Roman vermittelt. Johnny Jeanette, der Ich-Erzähler, ist Südtiroler. Woher er genau stammt, erfahren wir nicht. Er ist 38 Jahre alt, hat einige Zeit die Oberschule besucht, sie aber abgebrochen, hat dann ein recht abenteuerliches Leben geführt und arbeitet jetzt, das heißt 1991, steht auf Seite 8, die Zahl des Jahres, in dem der Roman spielt, 1991, jetzt arbeitet er als LKW-Fahrer, jedoch ohne feste Anstellung. Er trinkt viel und manchmal zu viel, legt aber Wert auf die Qualität der getrunkenen Weine und Schnäpse, die er auch richtig einschätzen kann. Er isst gern gut und kocht auch selbst, insbesondere Brennnesselknödel, und referiert er recht ausführlich. Er spielt gerne Karten und ist einem Abenteuer mit einer Frau nicht abgeneigt. Mit zwei Menschen ist er wirklich befreundet, mit Bertha, der älteren Inhaberin einer kleinen Bar, und mit dem Polizisten Totò. Einem Italiener, dessen Vater es aus dem Süden nach Südtirol geschlagen hat, dessen Mutter aber Südtirolerin ist. Totò und Johnny wohnen im gleichen Haus in der Nähe von Sterzing. Er wohnt zufällig im gleichen Haus. Mit Geld kann der Protagonist nicht gut umgehen, überhaupt ist er nicht wirklich fähig, sein Leben zu ordnen und will das auch gar nicht. Er hält sich viel in Lokalen auf, wo er einerseits allerhand Beobachtungen, unter anderem zum Tourismus in Südtirol macht, andererseits eine Reihe randständiger Existenzen kennenlernt, wie er im Grunde selbst auch eine ist. Der ganze Roman ist im stark mündlich geprägten Sprachduktus von Johnny Jeanette erzählt. Die Sätze sind zumeist kurz, oft unvollständig, der Wortschatz ist umgangssprachlich, zum Teil auch mit spezifisch Südtiroler Umgangssprache, zum Beispiel Buder, gelegentlich schießt Fachsprache ein. Gängige Floskeln und Redewendungen sind nicht selten. Sehr oft hat seine Sprache einen aggressiven Unterton. Aggressiv gegen alles Mögliche, sehr oft gegen die politischen Verhältnisse in Italien und Südtirol und sogar darüber hinaus. Im folgenden Beispiel, gleich auf der ersten Seite, wettert die Hauptfigur gegen seine Arbeitgeber, die Fuhrunternehmer. Besser die Spediteure. Dann nehmen sie sogar so unbeliebte Idioten wie mich. Hauptsache, einer schafft es auf die Zugmaschine. Wie ist egal. Einen solchen Job anzunehmen bedeutet, heute laden und vorgestern abliefern.
Und dann bringt irgendein Büromensch die Termine durcheinander. Und man steht gratis stundenlang neben einem leeren LKW und wartet darauf, dass sie ihn endlich vollladen. An sowas gewöhnt man sich, an anderes nicht. Oder wieder an einer zufällig herausgegriffenen Stelle. Der Kontext ist im Grunde belanglos, es geht hier um den Stil von Johnny Jeanette. Richtiger war sogar noch, man würde mich entlassen. Denn das, was ich bis jetzt gehört hatte, war nur ein telefonischer Avvertimento gewesen. Avvertimento, diese Mafia-Spezialität. Im liebevollsten, besorgtesten Ton vorgebracht. Die Ankündigung einer Hinrichtung. Falls ich nicht schleunigst reumütig in mich und auf den rechten Pfad der Tugend kehren würde. Alles, was gut und recht war. Jetzt musste ich zuallererst einmal ins Pissoir. An dieser Stelle ist das Avvertimento wichtig. Inhaltlich wegen des Bezugs zur Mafia, sprachlich wegen des Wechsels vom Deutschen ins Italienische. Denn wie wenige andere macht Landthaler die de facto Zweisprachigkeit in Südtirol zum Thema, in der direkten Rede, die großen Anteil am Buch hat, noch mehr als in der Figurensprache des Erzählers, was den mündlichen Charakter des Erzählers, den Eindruck einer authentischen Sprache noch verstärkt. Das funktioniert an dieser Stelle besonders gut, weil unmittelbar vorher das telefonische Avvertimento, die Drohung mit der Kündigung eines Nebenjobs, in italienischer Sprache ausgesprochen worden ist und auch Johnny Jeanette mit den Drohenden zum Teil italienisch gesprochen hat. Zur Darstellung der finsteren Mächte, mit denen Johnny Jeanette es nach dem Auffinden des Toten zu tun bekommt, gehört sein unspezifisches Schimpfen gegen die da oben, auch wenn er selbst diese Wendung, die da oben, nicht gebraucht. Der Sprachduktus des kleinen Mannes prägt das Buch. Dass Johnny Jeanette so als prinzipiell oppositioneller erscheint, prägt auch die politische Aussage des Buchs. Schon ziemlich am Anfang fühlt Johnny Jeanette sich seit langem verfolgt. Ich hatte immer behauptet, sie hatten etwas mit mir vor. Die Bullen, der Geheimdienst, die Divos, irgendein Potere, Occulto oder Deviato. Das kann man durchaus als zukunftsungewisse Vorausdeutung auf die sowohl mächtige als auch okkulte Firma Tiroler Investment verstehen, mit der es Johnny Jeanette auf unangenehmste Weise zu tun haben wird. Als der Protagonist mit Toto über seine scheinbare Verhaftung spricht, sagt ihm dieser, der als Polizist Zugang zu den entsprechenden Quellen hat, dass es offiziell gar keine Verhaftung gegeben habe. Die Reaktion der Hauptfigur, sauberer Sauhaufen. Dann ist gleich wieder von den Geheimdiensten die Rede, vor denen es hierzulande genug gäbe. In ähnlichem Zusammenhang schimpft Johnny über diese Karabiniere Kurzbefehle, die er als Primatendialoge qualifiziert. Die Ordnungshüter werden auch immer wieder als Bullen bezeichnet. Einen Polizisten, der verhört, nennt er Klugscheißer. Auch höhnische Bemerkungen, wie die über den Schlaf der selbstgerechten und Festgeldkonteninhaber, gehören zu dieser aggressiven Sprache des Ich-Erzählers, nicht anders als seine Reaktion auf den Filialleiter einer Bank. Wörtlich, schlecht werden konnte einem bei solchen Leuten. Ich versuchte, meine Magennerven in den Griff zu bekommen. Eine Überblicksdarstellung von Johnnys Gegnern lautet schließlich, Zitat, alte Nazis und neue Geldmacher, wenige Bankfilialleiter, begeisterte Tirol-Terroristen, billige Schlägertypen und ein besonders scharf gemachter Spezialbulle. Ich werfe noch einen Blick auf die zahllosen Schimpfwörter in der Sprache der Hauptfigur. Eine kleine Auswahl, scheiß Schreibtischhocker, ein grober Hund, oberblödes Gesicht, Idioten, zwischen hintertrieben und schmierig, Weinbanscherlandschaft, verlogene kleinkarierte Arschlöcher, die nichts anderes interessiert, als ihre fetten Ärsche möglichst fett in fette Sessel zu setzen. Das fährt ja nicht einer gewissen Aktualisierbarkeit. Dazu gehören dann auch noch tirolische Wendungen wie ironische Wendungen, Entschuldigung, wie aufrechte Tiroler für Freunde der Südtiroler Terroristen
oder für einen möglichen Attentäter das Deutsche Reich Deutsch mit hatten. Dieses Vokabular gehört zur Thermosprache des Protagonisten, der den ganzen Roman färbt. Und diese Sprache charakterisiert Johnny Jeanette als ein Rauwein, der sich zwar nicht an alle sozialen und legalen Normen hält, aber doch im Grunde seines Herzens Prinzipien des Anstands folgt. Freilich eines eher linken Anstands, denn seine Schimpfwörter treffen zumeist nicht korrekt agierende Firmen und fast doch öfter italienische Polizeibehörden aller Art. Wichtig ist der Ort des Romans. Er spielt im Umfeld der Brennergrenze, mit der einige Figuren zu tun hat, selbstverständlich auch der Held als Lkw-Fahrer. Von der politischen Bedeutung dieser Grenze geht oft die Rede. Häufig sind Sterzing, vor allem Sterzinger Gastlokale, Gossensatz und Maria Trenz Schauplatz. Ausgangspunkt der Handlung und Fundort des Toten im Fels ist der damals im Bau befindliche Pflerschtunnel. Hintergrund sind die Planungen für den Brenner Basistunnel, von denen schon gleich am Anfang die Rede ist. Dass von einer Figur genau angegeben wird, wie viel Geld die Politik für die Vorarbeiten am Projekt Brennertunnel bereitstellt, weist darauf hin, dass es bei diesem Bauwerk auch um ein großes Geschäft geht, bei dem viel zu verdienen ist. Diese Geschäfte sind der Hintergrund des Romans. Angesichts der Fortschritte bei diesem Projekt ist der Tote im Fels aus heutiger Sicht fast schon ein historisches Buch. Es geht übrigens auch um die geologischen Verhältnisse am Brenner, über die der Autor die attraktive Petrografin Tamara, Johnny Jeanettes Kurzzeitgeliebte, reden lässt. Daraus, dass die paar im Roman vorkommenden Fachausdrücke, die ich überprüft habe, korrekt verwendet wird, schließlich das Landtaler über die natürlichen Gegebenheiten am Brenner tatsächlich recherchiert hat und dass in dieser Gegend tatsächlich die Grenze zwischen Penninikum und Oberostalpin verläuft. Ich muss ehrlich gestehen, dass ich das nicht wusste. Offenbar gehört genaues Recherchieren zu den Ansprüchen, die Landtaler an sich selbst stellt. Die Geschichte, die Johnny Jeanette erzählt, beginnt tatsächlich mit dem Toten im Fels. Bei Sprengungen für den jetzigen Pflerstunnel findet man mitten im Berg unter den Trümmern der Sprengung die Leiche eines Mannes, der offenbar noch nicht lange tot ist. Wie er an die Stelle der Sprengung mitten im Berg gekommen ist, ist rätselhaft. Das ist eines der wenigen Rätsel im Roman, die eine Erklärung finden. Johnny Jeanette kommt eher zufällig als Neugier zu diesem Fund und nimmt eigentlich grundlos den Aktenkoffer, den der Tote in der Hand hält, an sich. Mit seinem Freund Dottor findet er heraus, dass die Tasche, die er aus unerfindlichen Gründen behält und versteckt, Papiere über einen Grundstückkauf in der Sterzinger Gegend enthält, wobei sich dann im Weiteren herausstellt, dass diese Unterlagen für bestimmte Leute sehr wertvoll und wichtig sind. Dann überstürzen sich die Ereignisse. Johnny Jeanette wird verhaftet und wieder freigelassen, in seine Wohnung wird eingebrochen, ohne dass etwas gestohlen wurde, an seinem LKW werden die Bremsen beschädigt, er wird entlassen und verliert auch eine nebenberufliche Tätigkeit, ein Polizist droht ihm mit willkürlichen Strafmaßnahmen, ein verarmter Bauer wird ermordet, offenbar ebenfalls im Zusammenhang mit einem Grundstückkauf in der Sterzinger Gegend. Unterstützt von seinem Polizistenfreund findet der Held heraus, dass diese Immobiliengesellschaft in Verbindung mit einer Firma Tiroler Investment steht. Dann lernt er die schon erwähnte Petrografin Tamara kennen, die für ein Innsbrucker Ingenieurbüro die geologischen Verhältnisse im Raum Brenner untersucht und von der er einiges über die Planung des Brenner Basistunnels erfährt, auch über Absonderlichkeiten im Zusammenhang mit dieser Planung, die wiederum mit den Grundstückkäufen zu tun haben. Denn der Innsbrucker Ingenieur Pressack, für den Tamara arbeitet, lässt Stellen untersuchen, an denen der Tunnel auf keinen Fall gebaut werden kann. Und Pressack
von dem man so lange die Rede ist, bevor er in Erscheinung tritt, erweist sich als alter, seiner Gesinnung treu gebliebener Nationalsozialist, der möglicherweise auch mit den Sprengstoffattentaten in Südtirol zu tun hatte. Gegen Ende wird der qualifizierte italienische Polizist Gerlacher, der Johnny Jeanette bedroht hat, von der Untersuchung der beiden Mordfälle am Brenner abgezogen, offenbar, weil er belastendes Material gegen den Innsbrucker Ingenieur, der wie immer in diese Morde verwickelt ist und gegen die Tiroler Investment gefunden hat, gegen den Willen von höherer oder höchster Stelle, von der sowohl Pressack als auch die Firma protegiert werden. Als diejenigen, die Jeanette verfolgen, also diese Scheinverhaftung und der Einbruch bei ihm, als diejenigen, die Jeanette verfolgen, mit grotesk dargestellter Grausamkeit gegen ihre Hühner, bei dessen Freundin Bertha zuschlagen, gibt der Protagonist auf, seine Freundin wieder nicht gefährden. Damit wird uns die Lösung des Kriminalfalls vorenthalten, der sich ohnehin weitgehend während der Romanhandlung entwickelt und nicht, wie im klassischen Krimi, vor Beginn der Romanhandlung abgeschlossen ist. Dieses Aufgeben der verfolgenden Verbrecher, sowohl durch den von den Untersuchungen abgezogenen Berufsdetektiv, als auch durch Johnny und Toto, ist ein ganz entscheidendes Motiv. Denn dieser Schluss unterstreicht die Macht der mafiösen Gruppen, die so mit den politischen und wirtschaftlichen Führungsschichten verbunden sind, dass man ihre Aktivitäten einfach nicht mehr aufdecken kann. Es wird durch mehrere Motive angedeutet, dass im Grunde diese politischen und wirtschaftlichen Führungsschichten selbst kriminell agieren. Diese gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Hintergründe der Ereignisse, in die der zwar nicht naive, aber doch im Wesentlichen an die Gültigkeit der Gesetze glaubende Johnny Jeanette verwickelt wird, werden etwa deutlich durch das, was die Petrografin über die Vorarbeiten zum Brennertunnel erzählt. Denn während die geologischen Bedingungen zwingend für den Bau des Tunnels am orographisch linken Ufer des Eisack sprechen, lässt Pressack Probebohrungen auf der rechten Seite machen, Zitat, an Orten, die kilometerweit vom idealen Verlauf des Tunnels liegen. Absolut faules Gestein, Verwerfungen, Bruchlinien. Das ist Harakiri, da einen Tunnel durchziehen zu wollen, absolutes Harakiri an der Stelle. Gerade Tamara als Frau vom Fach versteht nicht, warum für die Machbarkeit Studienbohrungen auf der falschen Talseite gemacht werden. Sie weiß aber, dass die Tiroler Investment diese offenbar sinnlosen Untersuchungen zum alternativen Streckenverlauf mitfinanziert und meint, vielleicht naiv, dass einer Scheiß-Trassenführung keine müde Mark zu verdienen ist. Damals gab es noch Mark. Landtaler deutet mit Johnny Jeanettes Bemerkungen über die Immobilienfirma an, dass das Gegenteil der Fall sein könnte. Im Gespräch mit Tamara kommt auch die Vermutung zur Sprache, dass sie, die Leute, die hinter Pressack stehen, vielleicht den Tunnel gar nicht wirklich bauen wollen und daher die Machbarkeit durch die Untersuchungen am falschen Ort sabotieren. Toto und Johnny stellen aufgrund dieser Informationen politische Überlegungen zum Bau des großen Tunnels an. Nach den Polizisten sei dieser in den nationaleren italienischen Kreisen ohnehin gar nicht gern gesehen, weil er die Staatsgrenze untergrabe. Eine Expertise des Verteidigungsministeriums lehne den Tunnel rundweg ab. Von der anderen Seite sieht Johnny Jeanette, dass auch die Treutäuschen etwas gegen den Tunnel haben, vielleicht weil sie eine Tiroler Alpenfestung wollen, werden ein Projekt wie der Brennertunnel unweigerlich die Zusammenarbeit mehrerer Staaten fordern. Letztlich gehe es doch ums Geschäft. Johnny Jeanette, der Pressack und seine Freunde legen sie alle rein, sammeln über die Investment-Spendengelder und spekulieren rechts damit, mit einem Teil des Geldes. Mit dem Rest finanzieren sie die unmögliche Variante links. Wenn sie die durchkriegen, haben sie gewonnen und die Anleger ihr Geld verloren.
Wenn es nicht klappt mit dem linksseitigen Tunnel, haben Sie immer noch die rechtsseitigen Gründe und können Ärger machen oder Geld. Die perfekte Symbiose, Gelb und Faschismus. Und die dummen Steuerhinterzieher deutscher und welscher Sprache wissen gar nicht, was ihren Geldern da geschieht. Sauber. Links und rechts meint hier orografisch rechts und orografisch links. Diese Verwechslung ist ein Motiv aus den Gesprächen zwischen Johnny Jeanette und Tamara. Die Spendengelder beziehen sich auf die Geldwäschemethoden der Tiroler Investment, von denen vorher schon mehrfach die Rede ist. Die Firma verwaltet sowohl in Österreich als auch in der Provinz Bozen vor allem Gelder, die nicht ordnungsgemäß versteuert sind. Diese Tiroler Investment wird dann zu einem zentralen Motiv im Roman. Nicht umsonst bemüht sich Jeanette, nachdem er einmal Verdacht geschöpft hat, um Informationen über diese Firma, die durch Strohmänner Grundstücke an sich bringt. Offenbar ist der Tote im Fels ein gewisser Malverteiner, ein solcher Strohmann gewesen, der aber nicht ganz den Erwartungen entsprochen hat, weshalb er umgekommen und dann in ein Bohrloch der Petrographen geworfen worden ist, was eben erklärt, dass er in der Sprengung mitten im Berg gefunden wird. Über den Tod des anderen Strohmanns, des Trunkenbolds Florian Tantl, erfährt man nichts Näheres. Jeanette geht mit Gewissheit von einem Mord aus. Als der Protagonist versucht, über einen ihm bekannten Journalisten Näheres über die Tiroler Investments zu erfahren, weicht dieser aus, nicht ohne Jeanette in alter Freundschaft davor zu warnen, sich mit dieser Firma einzulassen. Auch Äußerungen Tamaras über die Zusammenarbeit der Firma mit dem Ingenieurbüro Pressack lassen sie als sehr mächtig und völlig undurchschaubar erscheinen. Ob das Unternehmen hinter der Scheinverhaftung Johnny Jeanette steht, können wir vermuten. Die Brutalität eines der Verhafteten konnte darauf hindeuten, dass er und Leute seinesgleichen bei einem ähnlichen Vorgehen gegen Malverteiner dessen Tod verursacht haben. Einige der nicht erklärten Vorfälle, die Johnny zustoßen, zeigen die Skrupellosigkeit der Immobilienfirma ebenso wie ihre Allwissenheit, was diese Tiroler Investment höchst unheimlich macht. Ein geschickt eingesetztes Mittel, einen Querschnitt durch die Gesellschaft Südtirols zu geben, sind die Bars und Lokale, die sehr oft Ort der Handlung sind und die jeweils ein bisschen vorgestellt werden. Das ist einmal Werthers Bar im Pferdstall, die mit 7 Gästen schon hoffnungslos überfüllt ist. Dort treffen sich Lkw-Fahrer und Bauern aus der Umgebung. Johnny Jeanette ist ein treuer Kunde und ein guter Freund von Bertha. In dieser Bar wird übrigens nur Deutsch, genauer Mundart gesprochen. In Sterzing gibt es die Bar Gigi von Jeanettes Freund Candelostia, der trotz seinem italienischen Spitznamen ein Südtiroler aus Tramin ist. Über das Publikum dieser Bar schreibt der Erzähler, eine Razzia hätte mindestens 8,5 Jahre Knast eingebracht. Gleichmäßig gerecht auf die Kunden verteilt. Alles nette Leute. So nett, dass man sie in die meisten anderen Lokale erst gar nicht hineinließ. In Sterzing besucht der Protagonist noch 2 andere Lokale, von denen das eine nicht unbedingt zu meinen Bevorzugten gehört. Das Hotel König, das gibt es übrigens in Wirklichkeit nicht. Feines Haus, gutes Tuch, gediegene Ruhe, ein Zitat, halbfeines Restaurant, das sich ganz fein gab und voller Gäste war, die sich stinkfein fühlten. Dort führt Johnny Jeanette in dieses Restaurant, weil man dort ungestört reden kann, denn wegen seines Publikums aus den Kreisen der Industriellen und der Landesregierung werde dort nicht abgehört. Dort sieht der Protagonist zum ersten Mal die schöne Tamara, kennen lernt er sie allerdings bei Gigi. Über die Speisen des Hotels König äußert sich Johnny Jeanette eher kritisch, insbesondere über die ausführlich kritisierte Weinsuppe. Über den Kaffee heißt es, mit einer typisch Südtiroler Wertung, dass er vielleicht dem Matre am Brenner gut gehen könnte. ganz anders das Restaurant Stella Alpina in Sterzing, ein Restaurant der Italiener. Zitat, das Lokal
indem sich die Polizisten der Umgebung mit den Militärs der Umgebung zur Vorspeise, Hauptspeise und Kartenspiel trafen. Noch ein Zitat. Kaum hatte ich die Tür zum Lokal aufgemacht, verfluchte ich die Ungerechtigkeit dieser Welt. Was mir da an Gerüchen entgegenkam, sprach für sich. Feinste süditalienische Küche, meilenweit entfernt von der Barbarei der Cordon Bleu, mit denen man den Teutonen die Mägen vollzimmerte. Ich war gestern in unserem privaten Grund in Sterzing und an dem Tisch haben tatsächlich deutsche Touristen ein Cordon Bleu gegessen. Ich verstand, warum ich gelacht habe. Die Ironie des Besuchs in diesem Lokal, dessen Speisen vor allem uniformierte italienische Ordnungshüter genießen, besteht darin, dass Johnny Jeanette ausgerechnet hier einen betont Deutschnationalen, der des Bombenlegens oder zumindest der Sympathie für das Bombenlegen Verdächtiges trifft, nachdem eben diese Ordnungshüter fahnden sollten, aber nicht fahnden dürfen, weil er intokabele, gut Freund mit ganz oben ist. Ein anderes Restaurant in Sterzing, eine Bar in Gossensass und ein Zeltfest, mit dem endet der Roman, vollenden den Reigen der Lokale, die zusammen durch eine Art Querschnitt durch die Südtiroler Gesellschaft ergeben. Es wäre übrigens des Nachdenkens wert, warum Landtaler keine Pizzeria eingebaut hat. Das wäre ja doch so ein sehr charakteristischer Lokaltyp. Ich habe keine Antwort auf die Frage. Das Essen und das Trinken sind auch für die Charakterisierung des Feinschmeckers Johnny Jeanette wichtig. Aber noch wichtiger für die Charakterisierung Südtirols, zu dem die Anpassung an die italienische Küche und noch mehr an die italienische Einstellung zum Essen gehört. Nicht zuletzt seine kulinarischen Urteile machen den Protagonisten zu einem repräsentativen Südtiroler, so wenig er sonst in die Gesellschaft integriert ist. Ein repräsentativer Südtiroler ist Johnny Jeanette schließlich auch durch seinen Sprachgebrauch. In seinem Reden ist das Italienisch sehr präsent und wird auf die verschiedenste Weise eingesetzt. Nur ein zugespitztes Beispiel, als er im eben genannten Restaurant Stella Alpina den im höchst suspekten deutschnationalen Bombenlegerfreund Adolf Pirpalmer trifft, provozierte ihn dadurch, dass er seine Freude, ihn kennenzulernen, auch wie er seine natürlich ironisch gemeinte Freude, ihn kennenzulernen, auf Italienisch ausdrückt und sich mit einem Con permesso an den Tisch des Gegners setzt, der darauf mit einem, wer sich hier immer noch auf deutschem Boden reagiert. Insgesamt kommt es Landtaler beim Gebrauch des italienischen Romans aber gar nicht auf solche Zuspitzungen an, sondern eher auf die Selbstverständlichkeit der anderen Sprache in der Rede der Südtiroler. Dass die nicht wenigen italienischen Figuren wie Santini, der Vorarbeiter am Tunnel, italienisch reden, versteht sich ohnehin von selbst. Für die Atmosphäre des Buchs ist es aber auch nicht unwichtig. Bereits auf der zweiten Seite des Romans verwendet Santini in direkter Rede seine Muttersprache. Im Gespräch mit dem Freund Totò, der teilweise deutscher Abstammung ist, fallen immer wieder entscheidende Wörter, vor allem aus dem emotionalen Bereich, auf Italienisch. Manchmal integriert Landtaler deutsche Entsprechungen, nicht eigentlich Übersetzungen zu den italienischen Brocken in der Erzählung, manchmal findet sich eine solche Paraphrase im sogenannten Glossar, manchmal findet sich auch keine. Ein Muster für dieses partielle Übersetzen oder Paraphrasieren aus dem Italienischen konnte ich nicht feststellen. Es mag durchaus sein, dass Landtaler und sein Innsbrucker Verlag mit Leserinnen und Lesern rechneten, die ohnehin wenigstens ein bisschen Italienisch konnten. Auf jeden Fall hat es der Autor vermieden, entscheidende Passagen Italienisch zu formulieren. Vieles versteht man, selbst wenn man die Sprache nicht gut beherrscht. Oft handelt es sich offensichtlich um Flüche und Schimpfwörter, deren Funktion ja nicht von der genauen Wortbedeutung abhängt. Und wenn es wichtig und womöglich kompliziert ist, lässt Landtaler auch italienische Figuren wie Santini Deutsch reden, das ist natürlich im Sinn der realen Handlung spricht es Italienisch, aber Landtaler gibt es auf Deutsch wieder. In direkter Rede gebraucht auch Johnny Jeanette das Italienische, seine Sprache als Erzähler ist aber durchgehend das Deutsche, fast ohne italienische Einsprache. In einem Gespräch mit der Diplomandin Michaela Grüner spricht der Autor über die Notwendigkeit der Erfindung
einer jeweils besonderen Kunstsprache für die einzelnen Figuren. So spricht zum Beispiel Bertha, passend zum entlegenen Ort ihrer kleinen Bar, so gut wie kein Wort Italienisch. Ganz konsequent ist Landeiler bei der Verwendung italienischer Wörter übrigens nicht. So verwendet er das Wort Kennzeichen und nicht das in Südtirol gebräuchliche Targa. Dieses kommt nur später in italienischer direkter Rede von Totò vor, wird aber dann mit Nummer paraphrasiert. Das Italienische in Toten im Fels ist eine stilistische Entsprechung zur Freundschaft mit Totò und zur Freude an der italienischen Küche, den italienischen Weinen, während Südtiroler Weine nur ganz gelegentlich vorkommen. Auch das hat einen realistischen Hintergrund. Diese Motive und eben besonders der Sprachgebrauch machen Südtirols enge Bindung zu Italien, an Italien zu einem der Themen des Romans, in dem es durch die Motive des Brennertunnels und der Bombenleger ja auch um Südtirol als politisches Problem geht. Von der Autonomie ist allerdings nicht die Rede. Eine ironische Variante des Themas sind die gelegentlichen Anspielungen auf Strukturen, die an die italienische Mafia erinnern. Diese Einbeziehung der besonderen Situation des Landes, wie die Kritik an den sozialen und politischen Verhältnissen in Südtirol, gehen weit über den Regionalkrimi hinaus, der sich in der Regel mit der Einbeziehung geografischer und anderer Details zufrieden gibt, mit der etwas sentimentalen Einbeziehung solcher Details. Landaler geht es ganz offensichtlich nicht allein, vielleicht sogar nicht in erster Linie, um die Spannung des Kriminalromans, sondern um ein eher kritisches Bild des Landes und der Einschluss der italienischen Institutionen in Südtirol, ja, zumindest im Toten im Fels, vor allem um diese politische Kritik, zu der sehr viele Züge des Romans stimmen. Diese Absicht, ein kritisches Bild Südtirols zu geben, erklärt auch Verstöße gegen die Regeln des Kriminalromans. Das betrifft schon die Funktion des Protagonisten, der von Anfang an nicht nur derjenige ist, der mehr als Neugier als aus Gerechtigkeit versucht, als Gerechtigkeitssinn versucht, ein Verbrechen aufzudecken, sondern selbst ein Gejagter ist, der aber lange nicht weiß, von wem und warum er gejagt wird. Und am Ende wissen wir zwar einiges von dem, Zitat, Dreckhaufen, in dem ich herumzustopfen hatte. Aber als Johnny Jeanette seine Suche nach dem Täter aufgibt, wissen wir immer noch nicht, wer die Mörder von Malfatteiner und Tanten sind und können nur ahnen, dass Pressac und Birbamer etwas mit den Morden und mit den dahinterstehenden Geschäften zu tun haben. Sowohl die Aktivitäten der Tirol Investment als auch die geologischen Untersuchungen Pressacs auf der falschen Talseite sind selbstverständlich ebenfalls kriminell und der Roman konzentriert sich immer mehr auf diese Kriminalität, in deren Zusammenhang manches unklar bleibt, auch bleiben soll, um die staatliche Duldung, wo nicht den staatlichen Schutz für diese Kriminalität der Reichen bewusst zu machen. Von diesen letztlich unbestimmt bleibenden Tätern gehen auch die Maßnahmen gegen Johnny Jeanette aus, aber wiederum wissen wir nicht, wie diese Gegner Johnnys gegen ihn, diese Untaten gegen ihn planen. Zur Unheimlichkeit und Unfassbarkeit, ich komme jetzt gleich ans Ende, zur Unheimlichkeit und Unfassbarkeit der Wirtschaftskriminalität tragen manche scheinbare Widersprüche im Roman bei. So bleibt die Rolle Tamaras unbestimmt. Es könnte ja auch sein, dass sie, die andererseits so viel zur Aufklärung der Hintergründe der Morde beiträgt, sich im Auftrag Pressacs mit Johnny Jeanette einlässt. Dafür spricht, dass sie mit einem Auto von der Wohnung des Protagonisten abgeholt wird, dessen Kennzeichen offenbar gefälscht ist. Und das erfahren wir noch ganz am Ende des Romans. Sie wechselt am Ende des Buches die Seiten und verlässt Südtirol. Ganz klar werden auch ihre Motive dafür nicht. Auch einiges anderes bleibt unklar, so die scheinbare Verhaftung des Protagonisten am Anfang und die Schüsse auf das Auto, das ihn nach Bozen bringt, zumal zu diesem Zeitpunkt eigentlich noch niemand wissen kann, dass er dabei ist, die Aktivitäten Pressacs und seiner Spießgesellen aufzudecken. Gerade diese Ungewissheiten machen auf die mafiösen Strukturen aufmerksam, die es auch in Südtirol gibt.
Und sie sind das eigentliche Thema des Kriminalromans, das Privatmann Johnny Jeanette angesichts der gestützten Macht der Tiroler Investment aufgibt und am Schluss in den letzten Zeilen nur noch kotzt, ist das passende Ende für einen Kriminalroman, in dem die für die Gattung konstitutive Entlarvung des Verbrechers eben nicht oder nur zum Teil erfolgt und, soweit sie gelingt, folgenlos bleibt oder sogar negative Folgen für den Aufdeckenden hat. Insofern ist Der Tod im Fels eben doch nur scheinbar ein Kriminalroman. Zwar arbeitet Landthaler mit den Versatzstücken des Genres, zu denen auch die attraktive Tramara gehört, und erreicht eine gewisse Spannung, nicht zuletzt durch die Konzentration der Handlung auf wenige Tage. Doch sein Ziel ist vielmehr ein Bild der politischen und sozialen Strukturen im Südtirol der 90er Jahre aus einer linken Perspektive. Ingrid Manzola hat in ihrer Diplomarbeit gezeigt, dass Landthaler diesen gesellschaftskritischen Ansatz mit dem neuen deutschen Kriminalroman teilt, also eine Entwicklung des deutschen Kriminalromans seit den 60er Jahren. Key, also jemand, der mit dem Pseudonym Key unterzeichnet, wäre ein typischer Repräsentant dieses neuen politischen deutschen Kriminalromans. Ich würde allerdings modifizierend hinzufügen, dass Landthaler das Buch stärker als die Repräsentanten des neuen deutschen Kriminalromans mit anspruchsvollen literarischen Mitteln arbeiten. Und abschließend noch ein paar wertende Bemerkungen. Meine Ausführungen haben hoffentlich gezeigt, dass Der Tod im Fels alles eher als ein trivialer Krimi, sondern ein sehr wohl bewusst konstruiertes Buch ist. Das zeigt beispielsweise die Kontrastierung der Gastlokale, das zeigt die Erzählperspektive, das zeigen Leitmotive und andere Elemente, das zeigt nicht zuletzt das Abweichen vom Kriminalromanschema durch den Verzicht auf die vollständige Aufklärung der Fälle. Das intendierte Gesellschaftsbild gelingt Landthaler. Freilich will er da vielleicht zu viel, denn die ethnische Differenziertheit Südtirols und die Kritik an den maßgebenden Schichten nicht nur Südtirols, sondern auch Italiens sind doch zwei verschiedene und jeweils sehr gewichtige Themen, vielleicht zu viel für ein schmales Buch. Ich neige dazu, Landthalers Zeichnung, bisschen idealisierende Zeichnung des Zusammenlebens von Deutsch- und Italienischsprachigen als besonders gelungen anzusehen. Dazu trägt sein Hinhören auf die Sprache des Alltags viel bei. Der mündliche Sprachduktus mit den vielen italienischen Einsprengseln ist eine Innovation in der Literatur aus Südtirol, die zwar nur wenig Nachfolge gefunden, aber grundsätzlich deren Möglichkeiten erweitert hat. Doch hat Der Tod im Fels auch Schwächen. Die geringste davon, eigentlich mehr ein Scherz, ist der Einbau von Werbung für eine Weinkellerei und für eine Schnapsbrennerei, die also es gibt und für die deren Produkte gelobt werden. Gewichtiger ist die zu große Fülle von Themen, die zwar durchwegs Interesse verdienen, aber einfach zu gehäuft sind. Das selbstverständlich satirisch gezeichnete, aber eben klischeehaft satirische gezeichnete, zählt für es am Schluss, dass den Rahmen für die einzige persönliche Konfrontation von Johnny Jeanette und Presse bilden, ist einfach zu viel. Vergleichbare Beispiele für mangelnde Erzählökonomie gibt es mehr. Etwa den ausführlichen Spott über die Cordon Bleus, die Hotels speziell für die Touristen aus Deutschland zubereiten. Also das war nur ein Zitat, das ich gebraucht habe, drei Seiten an anderer Stelle. Oder das Fußballspiel zwischen Mittewald und Natz. Freilich machen die Passagen der Leserin und dem Leser Spaß, erhöhen den Unterhaltungswert des Romans. Es kommt auch zu Überzeichnungen. Dass Presserk schon oder gerade 1938 als Nazi aktiv war, ist glaubhaft und für die Charakterisierung der Figur wichtig. Dass er aber mit dem 1938 tatsächlich an der Universität Innsbruck im Sinne des Nationalsozialismus agierenden Hans-Martin Schleyer in Verbindung gebracht wird, ist des Guten zu viel. In der enormen Figurenvielfalt, die wohl im Gesellschaftsbild dienen soll, sehe ich ebenfalls einen ästhetischen Mangel des Toten im Fels. Viele Figuren kommen nur einmal vor und bleiben recht schattenhaft. Die Figurenzeichnung tendiert überhaupt zur Schematisierung, zumal wenn die Bösen gezeichnet werden, die den größten Teil der Figuren ausmachen. Manches
an dieser einseitigen Figurendarstellung ist freilich durch die Erzählperspektive bedingt, die Perspektive des schnell und rabiat urteilenden Johnny Jeanette. Jedoch bleibt beispielsweise auch Tamara widersprüchlich und ein wenig schemenhaft auf ihre Sexualität, einerseits auf ihren Beruf, andererseits reduziert. Zu den sehr gelungenen Nebenfiguren gehört der betrunkene Prantl, der bald nach seinem Auftreten zum Opfer eines Mords wird. Eher weniger gut gelungen ist das persönliche Auftreten des lange oft genannten, in vielen Gesprächen dominierten, aber nur einmal vorkommenden Pressack beim Zeltfest am Schluss. Ich singe also kein vorbehaltloses Loblied auf Lanthalers ersten Roman, doch sehe ich die geschickte Nutzung des Kriminalromans für eine gesellschaftskritische Darstellungssituation doch als eine interessante Leistung, ebenso die Darstellung eines grundsätzlich positiven Verhältnisses von Menschen aus beiden Sprachgruppen und die stilisierte Verwendung tatsächlich gebrauchter Sprache mit Elementen aus deutscher Standardsprache, Deutsch und Italienisch. Diese interessanten literarischen Neuerungen beweisen tatsächlich, dass man es beim Toten im Fels nicht mit einem Regionalkrimi zu tun hat, sondern mit einem ernstzunehmenden Beitrag zur Literatur aus Südtirol und zur Auseinandersetzung mit der Südtiroler Zeitgeschichte.